Good morning. Guten Morgen. It's good to be with you today. Ich freue mich heute bei Ihnen zu sein. We're going to be talking about a vital topic today. Wir werden über ein wichtiges Thema heute sprechen. A topic that is vastly overlooked in Western societies today. Ein Thema, das in der westlichen Zivilisation heute stark übersehen wird. And that is nutrition and the brain. Und das ist das Thema vom Zusammenhang zwischen Ernährung und dem Gehirn. And its role in regards to depression. Und die Rolle, die diese Ernährung spielt in Bezug auf Depression. If you remember from a previous presentation, wenn Sie sich aus einem früheren Vortrag daran erinnern, major depression is just a constellation of symptoms. Dieser Ausdruck Major Depression, den man vielleicht auch im Deutschen als endogene Depression bezeichnen könnte, ist einfach nur eine Zusammenfassung verschiedener Symptome. The diagnosis does not give any indication to the cause of the disease. Die Diagnose gibt keinerlei Hinweis darauf, was eigentlich die Ursache dieser Krankheit ist. And so we have developed a system of 10 different potential categories of causes of major depression. Wir haben deswegen ein System von einzelnen Symptomen entwickelt, die wir in 10 hauptsächliche Kategorien eingeteilt haben, die der Depression zugrunde liegen könnten. And usually an individual have 4 or more of these if they're suffering from a mental illness. Und gewöhnlich ist es so, dass eine Person, die eine psychische Erkrankung hat, mindestens 4 dieser Kategorien an Symptomen hat. And so the 6th category is nutrition that we're going to be centering in on today. Und wir wollen uns heute hauptsächlich auf diese 6. Kategorie Ernährung konzentrieren. It's possibly the most overlooked cause of depression. Wahrscheinlich ist es der am häufigsten übersehene Grund für eine Depression. And it can have profound effects. Er kann aber ganz tiefliegende Auswirkungen haben. Once a nutrition change is adopted, normally it takes 7 to 10 days to begin noticing a difference. Wenn man erst einmal seine Ernährung dann verändert hat, dauert es ungefähr 7 bis 10 Tage, bis man die ersten Veränderungen bemerkt. Although we've had some cases where we'll see a significant response within 72 hours of the change. Obwohl wir auch schon Fälle gehabt haben, wo innerhalb von 72 Stunden ein deutlicher Unterschied zu bemerken war. And then if that change is maintained, we will see gradual improvement over many weeks. Und wenn diese neue Ernährungsweise dann beibehalten wird, dann sehen wir über Wochen, wie sich langsam und stetig der Zustand verbessert. And then we'll see that effect peak somewhere between 3 and 6 months out. Und dann beobachten wir, dass ungefähr zwischen 3 oder 6 Monaten nach Beginn dieser neuen Ernährung der Höhepunkt erreicht wird. We look for clues that a nutritional involvement might be present. Wir halten Ausschau nach gewissen Hinweisen, die uns sagen, dass die Ernährung eine Rolle spielen könnte in diesem Fall. If the dietary inventory indicates a lot of junk food and or meat, that could be a clue. Wenn man mal eine Inventur macht über das, was derjenige isst und sieht, dass dort viel Fast Food, Junk Food und Fleisch enthalten ist, dann könnte das ein Hinweis sein. And so we'll ask the individual a number of questions in regards to their dietary habits. Wir stellen also dem Patienten verschiedene Fragen in Bezug darauf, welche Ernährungsgewohnheiten er hat. If there are signs of a carbohydrate addict, that would also be a clue. Ein Hinweis wäre zum Beispiel, wenn es Anzeichen gibt, dass der Patient kohlenhydratsüchtig ist. Sugar actually will temporarily increase brain serotonin levels, helping the person to temporarily feel better. Zucker hat tatsächlich den Effekt, dass es vorübergehend die Serotoninspiegel im Gehirn anhebt, sodass der Patient sich vorübergehend besser fühlt. Women are twice as likely to suffer from major depression as men. Frauen sind doppelt so häufig betroffen, wenn es darum geht, wer an einer endogenen Depression leidet. And studies show one of the reasons why they have a greater addiction to chocolate is also related to lower serotonin levels. Und Studien zeigen, dass der Grund, warum Frauen auch eher von Schokolade abhängig sind, der ist, dass sie eben eine größere Tendenz haben, niedrige Serotoninspiegel im Gehirn zu haben. Chocolate not only tastes good. Schokolade schmeckt nicht nur gut. It actually makes them feel better for a while. Sie führt tatsächlich dazu, dass sie sich vorübergehend besser fühlen. Because it's falsely elevating the serotonin levels, making them feel less depressed.
Denn es erhöht auf trügerische Weise den Serotoninspiegel, sodass sie das Gefühl haben oder sich auch tatsächlich besser fühlen. If they have a low B12 level or a low folate level in their blood, that would also be a clue of a nutrition hit. Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Ursache im Ernährungsbereich liegen könnte, ist, wenn der Serumspiegel für Vitamin B12 oder für Folsäure sehr niedrig ist. But this last bullet point may be the most important. Aber der wichtigste Punkt, den ich jetzt hier aufgeführt habe, ist wahrscheinlich der wichtigste. And that is often no obvious clues are present. Und das ist, dass es oft gar keine deutlichen Hinweise gibt. In other words, the individual answers the questions as if they're eating more normally. Das bedeutet, dass der Patient auf die Fragen nach seiner Ernährungsweise mit eigentlich normalen Gewohnheiten antwortet. Often when they're answering the questions, they're trying to compare themselves with someone else. Oft ist es so, wenn sie diesen Fragebogen haben, dass sie versuchen, sich mit anderen Personen zu vergleichen. And so you might ask them, do they eat a lot of meat? And they'll say, no. Und man stellt dann vielleicht die Frage, essen sie viel Fleisch? Und sie sagen, nein. Because they know of Uncle Joe, who eats meat 3 times a day, all day long. Und weil sie dann nämlich in dem Moment an Uncle Joe denken, der 3 Mal am Tag oder von morgens bis abends Fleisch isst. And compared to Uncle Joe, they don't eat much meat. Und wenn sie sich mit ihm vergleichen, essen sie natürlich nicht sehr and viel Fleisch. So you're not always able to completely trust the answers that you're getting back. Das heißt, man kann den Antworten, die man bekommt, nicht immer völlig vertrauen. And so for many individuals, we will adjust their diet and try some things, even though that didn't show up as a hit on the first questionnaire. Deswegen gehen wir so vor, dass wir für die meisten Patienten ihre Ernährungsweise auf jeden Fall umstellen und dort einen Versuch unternehmen, auch wenn ihre Antworten auf die Ernährungsfragen keinen Hinweis darauf geben, dass da irgendetwas nicht mit stimmen sollte. One of the things that will bring about depression in many cases. Eins der Ursachen, die in vielen Fällen zu Depressionen führen kann, ist, dass in der Ernährung nicht genug Tryptophan vorhanden ist. Tryptophan gets into the brain. Tryptophan geht in das Gehirn über. And then it gets turned into serotonin. Und wird dort in Serotonin verwandelt. And here are the foods rich in tryptophan. Und hier haben wir eine Liste von Nahrungsmitteln, die reich an Tryptophan sind. When I was in medical school, I was told that whole milk was a good source of tryptophan. Als ich an der medizinischen Universität war, wurde mir gesagt, dass Vollmilch eine gute Quelle für Tryptophan sei. And it's actually not a bad source, 46 milligrams per 100 grams. 46 Milligramm, das ist nicht wirklich eine schlechte Quelle. Higher sources though are black-eyed peas. Aber wir haben bessere Quellen für Tryptophan, zum Beispiel in Schwarzaugenbohnen, black walnuts, schwarzen Walnüssen, almonds, Mandeln, sesame seeds, Sesamsamen, Gluten, roasted pumpkin seeds, gerösteten Kürbiskernen, and the highest source is actually tofu. Und den höchsten Gehalt an Tryptophan finden wir in Tofu. Now, it's not just getting tryptophan in the diet that's important. Es ist nicht nur wichtig, dass man in der Ernährung Tryptophan hat. It's true that meat also has tryptophan. Es stimmt nämlich zum Beispiel, dass Fleisch auch Tryptophan enthält. But we didn't list it as a source as far as brain is concerned. Trotzdem haben wir es hier im Zusammenhang mit der Ernährung fürs Gehirn nicht auf unserer Liste aufgeführt. And that was intentional. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. This study performed a few years ago took a look at tryptophan getting into the brain. Hier haben wir in dieser Studie uns angesehen, wie das Tryptophan eigentlich ins Gehirn gelangt. They took a look at 24 subjects with high stress proneness. Und zwar hat man bei dieser Studie 24 Individuen genommen, die eine starke Stressanfälligkeit gezeigt haben. And 24 subjects with low stress proneness. Und 24 Personen, die niedrige Stressanfälligkeit hatten. Some people are more responsive to stress than others. Es gibt Personen, die einfach auf Stress stärker reagieren als andere. They participated in an uncontrollable stress situation. Sie nahmen teil an einer Stresssituation, unkontrollierbare Stresssituation. Under both a carbohydrate-rich and a protein-rich diet. Und zwar nahmen sie einmal eine. They took it at the same time, or
both groups. One had the. No, they were compared with a carbohydrate rich or a protein rich. They would cross them over. Zwar hat man die Gruppen verglichen. Die eine hat eine kohlenhydratreiche Ernährung zu sich genommen und die andere eine eiweißreiche, proteinreiche Ernährung. Now the protein rich diet had actually more tryptophan in it, significantly more. Tatsächlich hatte unterm Strich die proteinreiche Ernährung mehr Tryptophan Gehalt. And then they compared the plasma ratio of tryptophan to other large neutral amino acids. Es wurde dann verglichen das Verhältnis von Tryptophan im Plasma zu anderen sogenannten LNAA großen neutralen Aminosäuren. Now there are competing neutral amino acids that try to cross the blood-brain barrier and prevent tryptophan. Es gibt also andere Aminosäuren, die sozusagen in Wettstreit mit dem Tryptophan treten und versuchen anstelle des Tryptophan die Blut-Hirn-Schranke zu durchbrechen. The results of the study. Und die Ergebnisse dieser Studie waren folgende. Significant increases were found in the ratio of tryptophan to these other large neutral amino acids. Es wurden deutliche Anstiege in diesem Verhältnis, in diesem Quotient von Tryptophan zu LNA gefunden. During the carbohydrate-rich diet compared with the protein-rich diet. Während der Zeit, wo die kohlenhydratreiche Ernährung mit der proteinreichen Ernährung verglichen wurde. So in other words, even though there was more tryptophan in the protein-rich diet. Mit anderen Worten, also obwohl unterm Strich in der proteinreichen Ernährung mehr Tryptophan enthalten war, more tryptophan got into the brain when the protein intake was lower, ging tatsächlich mehr Tryptophan ins Gehirn über, wenn der Proteingehalt der Ernährung niedrig war. And the carbohydrate intake was higher. Und anstattdessen der Kohlenhydratanteil höher war. Then they looked at the effect that this stress had on their pulse rate, their skin conductance. Man hat sich dann danach angesehen, welche Auswirkungen der Stress auf verschiedene Körperfunktionen hatte, zum Beispiel die Herzfrequenz oder die Leitfähigkeit der Haut. And even their blood cortisol levels and their mood. Oder andere Faktoren wie Cortisonspiegel im Blut oder ihre Stimmung. Now among the high stress prone subjects. Unter der Gruppe, die also sehr anfällig war für Stress. The high protein diet showed a stress induced rise in depression. Zeigte, dass diejenigen, die eine proteinreiche Ernährung zu sich nahmen, einen durch Stress verursachten Anstieg in der Depression hatten. A decline in their vigor or their vitality. Ein Rückgang in ihrer Vitalität, in ihrer Lebenskraft. And their cortisol levels went up. Und die Spiegel für Cortison gingen nach oben. Which is not a good thing for the body. Und das ist nicht gut. The carbohydrate-rich diet, however, that was lower in protein. Allerdings auf der anderen Seite die kohlenhydratreiche Ernährung, die nur einen geringen Anteil an Protein hatte. Prevented all of those bad changes due to stress. Hat bei einem Aussetzen zu Stress verhindert, dass alle diese negativen Veränderungen stattfanden. And so the conclusion of the study was, die Schlussfolgerung aus dieser Studie dann war, a high carbohydrate, low protein diet, eine Ernährung, die reich an Kohlenhydraten und arm an Protein ist, prevents a deterioration of mood and performance, verhindert eine negative Beeinflussung der Stimmung und der Leistungsfähigkeit under uncontrollable laboratory stress conditions. Unter nicht kontrollierten klinischen Stresstests. In addition, zusätzlich, carbohydrates actually increased personal control. Führen die Kohlenhydrate dazu, dass man die persönliche Kontrolle besser ausüben kann in seinem Leben. High stress prone subjects are more prone to low serotonin levels. Menschen, die sehr stressanfällig sind, sind eher geneigt, niedrige Serotoninspiegel zu haben. And in such subjects, that dietary change would actually allow them to control their stress. Und bei diesen Personen war es so, dass die Ernährungsveränderung dazu führte, dass sie in der Lage waren, ihren Stress gut unter Kontrolle zu halten. And so carbohydrates prevent a shortage of serotonin during the acute stress.
Diese kohlenhydratreiche Ernährung führt also dazu, dass ein Mangel an Serotonin während dieser Stresssituation auftritt. And that's simply due to their potentiating effect on getting the tryptophan into the brain. Und das ist allein darauf zurückzuführen, dass also es auf das Tryptophan einen potenzierenden Effekt hat, dass also das Tryptophan besser ins Gehirn hineinkommt. And so what foods would have the best ratio between tryptophan and the competing neutral amino acids? Welches sind jetzt also die Nahrungsmittel, die dieses beste Verhältnis zwischen Tryptophan und den 5 anderen Aminosäuren haben? Milk has a ratio of 40% tryptophan and 60% of the other amino acids. Wir finden hier bei Vollmilch einen Quotienten von 40% Tryptophan gegenüber 60% Aminosäuren. Salmon would be about the same. Lachs hat ungefähr genau das gleiche Verhältnis. Beef slightly better. Rindfleisch ist etwas besser für Tryptophan. Same as chicken, same as rice. Die gleichen Zahlen für Geflügel und Reis. But you'll be able to get the ratio up further by eating black-eyed peas. Das Verhältnis wird besser, wenn wir schwarzäugige Bohnen uns ansehen. Soybeans have a more favorable ratio, over 50% of the amino acids. Sojabohnen haben auf der Tryptophan-Seite ein besseres Verhältnis, mehr als 50%. Walnuts even higher than soybeans. Noch besser sind Walnüsse als Sojabohnen. Pumpkin seeds higher yet. Noch höheren Gehalt an Tryptophan vom Verhältnis her haben Kürbiskerne. Tofu even has a higher ratio. Tofu noch besser. But the two highest are almonds. Aber die beiden Nahrungsmittel mit dem besten Verhältnis sind Mandeln. And by far the highest are sesame seeds. Und mit Abstand am höchsten sind Sesamsamen. Over a 4-to-1 ratio of tryptophan versus the other neutral amino acids. Wir finden hier ein Verhältnis, was mehr als 4-to-1 zugunsten des Tryptophan ist, and gegenüber den anderen Aminosäuren. And so foods like sesame seed butter or foods like hummus, tahini, helpful for those with depression. Diejenigen, die eine Depression haben, sollten also Nahrungsmittel bevorzugen wie Tahini, was aus Sesam hergestellt wird, oder andere mit Sesam hergestellte Nahrungsmittel. Hummus, auch ein Gericht. So the ironic conclusion of this study. Die paradoxe Schlussfolgerung aus dieser Studie ist also: Don't eat high protein sources to boost tryptophan or tyrosine. Wenn man sein Tyrosin- oder Tryptophangehalt stärken, erhöhen will, sollte man keine Nahrungsmittel essen mit hohem Proteingehalt. This same group performed another study on tyrosine. Die gleiche Gruppe hat eine weitere Studie gemacht, wo es um Tyrosin ging. Showing once again that when we get the carbohydrates up and the protein level down. Und auch in dieser Studie wurde gezeigt, dass wenn man in der Ernährung den Kohlenhydratgehalt erhöht und den Proteingehalt erniedrigt, we improve the tyrosine levels in the brain. Dadurch der Spiegel für Tyrosin im Gehirn ansteigt. And tyrosine is turned into norepinephrine and dopamine, two important neurotransmitters in the brain. Und Tyrosin wird in Dopamin umgewandelt und what was the first neuro? Norepinephrine. No adrenaline. Norepinephrine und Epinephrine, ja. But emphasize instead carbohydrate-rich plant sources of nutrition. Anstelle dessen sollte man also den Schwerpunkt darauf legen, Kohlenhydrate in der Ernährung zu haben, die aus pflanzlichen Quellen kommen. And the plant-based carbohydrates. Und die Kohlenhydrate aus den Pflanzen. That are not refined, die nicht raffiniert worden sind, are going to produce a more steady rise in the serotonin levels. Werden dafür sorgen, dass der Serotoninspiegel gleichmäßig ansteigt und auf einem gleichmäßigen Level and bleibt. They can stay up throughout the day. Und dieser hohe Spiegel bleibt dann den ganzen Tag über gleich. Unlike sugary foods, which will produce a peak in serotonin and then a trough, and it goes up and down through the day. Im Gegensatz zu Nahrungsmitteln, die Zucker enthalten, wo der Serotoninspiegel hochschießt und wieder runtergeht und eben entsprechend solche Spitzen zeigt im Tagesverlauf. There are other causes of nutritional causes of depression. Es gibt andere Gründe, die in der Ernährung liegen für Depressionen. Even more common than tryptophan problems.
noch häufiger als Probleme mit dem Tryptophan. Is not enough omega-3 fatty acids in the diet. Ist der Mangel an Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung. This can be common in the vegetarian population as well as the non-vegetarian population. Und das ist etwas, was wir sowohl bei Vegetariern als Nicht-Vegetariern vorfinden. Omega-3 first began to get headlines as a result of this study. Omega-3 geriet zuerst in die Schlagzeilen aufgrund der folgenden Studie. Notice, this wasn't just major depression, but manic depression or bipolar depression. Beachten Sie bitte, es ging hier nicht nur um eine endogene Depression, sondern auch um eine sogenannte bipolare Depression oder manische Depression. They gave these patients omega-3 supplements. Diesen Patienten wurden Omega-3-Tabletten gegeben. And they noticed they had a much longer period of remission from their illness when they were given these supplements. Und man beobachtete, dass sie nach Gabe dieser Ergänzungsmittel eine viel längere krankheitsfreie Phase hatten. And this was a nice controlled study where it was placebo controlled. Und dies war eine wirklich gute Studie mit einer Kontrollgruppe, die einen Placebo bekam. These patients noticed improvement on their tests assessing levels of depression. Diese Patienten konnten sehen, wie die Tests, die ihren Grad der Depression auswerteten, sich verbesserten. As well as other bipolar symptoms, their mania also improved. Das heißt, auch andere Anteile dieser Krankheit, dieser bipolaren Krankheit, auch der manische Anteil hat sich verbessert. The study had such a profound effect, die Studie hatte so eine grundlegende Auswirkung, that Dr. Joseph Calabrese and colleagues at the University of Cleveland, dass Dr. Joseph Calabrese und seine Mitarbeiter an der Case Western Reserve Universität in Cleveland called the trial a landmark attempt in drug development for bipolar disorder. Diese Studie einen Meilenstein nannten in dem Versuch für bipolare Depression ein Medikament zu entwickeln. I would agree that it was a landmark study. Ich würde sagen, ja, es war ein Meilenstein in der Forschung. But this wasn't drug development, this was a food supplement. Aber hier ging es eben nicht um die Entwicklung eines Medikaments, sondern um ein Nahrungsmittel. But they probably called it a drug development simply because its effect was so powerful, it was like a drug. Aber sie nannten es wahrscheinlich eine medikamentenabhängige Studie, weil die Auswirkungen dieses Stoffes genauso stark waren, als wenn man ein potentes Medikament gegeben hätte. This study was published in 1999 in the Archives of General Psychiatry. Diese Studie hier wurde im Jahre 1999 veröffentlicht im Archiv der Allgemeinen Psychiatrie. Since that time there have been a flurry of studies on omega-3 in brain health. Seit der Zeit hat es viele andere Studien gegeben, die im omega-3 in brain health, die im Zusammenhang standen mit Gesundheit des Gehirns und Omega-3. Omega-3 has been shown to be helpful even in Alzheimer's disease. Es hat sich gezeigt, dass Omega-3 sogar bei Alzheimer wirkungsvoll ist und eine Rolle spielt. It can prevent it. Omega-3-Fettsäuren können Alzheimer-Krankheit verhindern. And in early Alzheimer's it actually seems to help the tangles to improve in the brain. Und in einem frühen Stadium von Alzheimer helfen die Omega-3-Fettsäuren, diese Knäuel, die sich in dem Gehirn bilden, wieder zu entwirren. It's also important in regular major depression. Es spielt auch eine wichtige Rolle in normaler endogener Depression. There have been a number of studies taking a look at the patients who do not respond to drug therapy for depression. Es gibt verschiedene Studien, die Patienten unter die Lupe genommen haben, die auf eine normale medikamentöse Therapie nicht reagieren. When we put them on omega-3, wenn man diesen Patienten Omega-3 gibt, over a 70% chance their depression will significantly improve. Haben wir eine 70% Chance, dass ihre Depression sich ganz deutlich bessert. And that's just using one modality. Und dabei ist nur ein einziger Aspekt berücksichtigt worden. And these people did not respond at all to drugs. Und diese Personengruppe hatte auf Medikamente überhaupt gar nicht reagiert. Omega-3 has been shown to actually improve three different neurotransmitters in the brain.
Es hat sich gezeigt, dass Omega-3-Fettsäuren drei verschiedene Neurotransmitter im Gehirn beeinflussen. Not only serotonin, but also dopamine and norepinephrine. Also nicht nur Serotonin, sondern Dopamin und Norepinephrin. Now it also helps other factors in the body. Es sind noch andere Faktoren im Körper, die für die Omega-3-Fettsäuren hilfreich sind. Omega-3 will actually decrease arachidonic acid in the cell membrane. Omega-3 reduziert den Gehalt an Arachnoidalsäure in der Zellmembran, which reduces inflammation production or eicosanoid production. Und das wiederum reduziert die Produktion von entzündungsfördernden Stoffen oder Eicosanoidstoffen. This can decrease pro-inflammatory cytokines such as tumor necrosis factor. Es kann auch die Synthese von Entzündungsfaktoren wie Zytokinen und Tumor-Nekrose-Faktor Interleukin 1 und 2 reduzieren. And this can help a number of problems, including inflammatory conditions. Und das kann einen positiven Effekt haben auf verschiedene Krankheitsbilder, einschließlich, including what? Inflammatory conditions. Einschließlich verschiedener Entzündungszustände. This would be like rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, Crohn's. Wir denken da zum Beispiel an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder Rheuma. In addition, this change helps to stabilize plaques in the arteries. Außerdem tragen Omega-3-Fettsäuren dazu bei, dass Plaques, Ablagerungen, die in den Gefäßen schon da sind, stabilisiert werden. And so those plaques are less likely to rupture and cause a blocked blood vessel. Und das ist wichtig, denn sonst könnten diese Plaques zerreißen und dadurch das Gefäß blockieren. Omega-3 is an essential fat. Omega-3 ist eine essentielle Fettsäure. It's even essential in the baby who is in the womb. Es ist sogar essentiell für das Baby, was noch im Mutterleib ist. Studies show that mothers who consume omega-3 higher amounts during pregnancy. Studien haben gezeigt, dass Mütter, die während der Schwangerschaft hohe Mengen an Omega-3-Fettsäuren verzehren, when their babies grow up to age 2, und ihre Babys dann geboren werden und 2 Jahre alt werden, they're further advanced mentally. Sind sie intellektuell weiterentwickelt? And they're further advanced in language skills. Ihre Sprachfähigkeit ist weiterentwickelt. And they're also easier to control. They're more obedient. Und sie sind auch leichter zu führen. Sie sind gehorsamer als andere Kinder. Now, formula-fed babies do not get omega-3. Babys, die künstliche Milch bekommen, bekommen kein Omega-3-Fett. The only way they can get omega-3 is by getting the mother's milk. Die einzige Möglichkeit, wie ein Baby Omega-3-Fettsäuren zugeführt bekommt, ist durch Muttermilch. And if they are breastfed, und wenn sie gestillt werden, they will end up with a 9 to 10 point higher IQ as adults than if they're not breastfed. Haben sie im Vergleich zu anderen als Erwachsene ein IQ, der 9 bis 10 Punkte höher liegt. And that's assuming that their mother is also consuming enough omega-3. Das setzt natürlich voraus, dass die Mutter während der Stillzeit auch genügend Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. In adults, omega-3 also helps the heart. Für Erwachsene spielt Omega-3 auch eine wichtige Rolle für das Herz. It reduces platelet aggregation. Das Zusammenklumpen von Blutplättchen wird vermindert. It reduces the incidence of arrhythmias or skipped heartbeats. Herzrhythmusstörungen werden vermindert. It also, in higher doses, will actually, ironically, reduce serum triglycerides. In höheren Dosen reduziert paradoxerweise Omega-3-Fettsäuren den Gehalt von Serumtriglyceriden. Now, how do most people get their omega-3? Wie führen sich die meisten Menschen nun ihre Omega-3-Fettsäuren zu? I might have already given away there on the screen. Ich habe natürlich diese Frage schon selbst beantwortet auf der Tafel hier. But most people get it through fish. Aber die häufigste Quelle bei den meisten Menschen ist Fisch. Fish do not make omega-3. Fische produzieren nicht selbst Omega-3-Fettsäuren. It's essential for them in their diet as well.
Es ist für einen Fisch genauso essentiell, dass sie es in ihrer Nahrung haben. But they get it from the plants of the water. Die Fische bekommen ihre Omega-3-Fettsäuren aus den Pflanzen im Wasser. Seaweed is loaded with Omega-3. Also Seegras zum Beispiel hat hohe Mengen an Omega-3. And cold water ocean seaweed is even higher in Omega-3. Und Kaltwasserseealgen im Ozean haben sogar noch einen höheren Gehalt als das normale. Not all fish are high in Omega-3. Not all fish are high in Omega-3. Nicht alle Fische haben einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Some of the fish that are moderate in Omega-3 would be drumfish or tuna fish. Einige Fische, die einen mittelmäßigen Gehalt haben, ist zum Beispiel Trommelfisch oder Thunfisch. Trout would be a little higher. Regenbogenforelle haben wir hier. Freshwater bass, Süßwasserbarsch. Pink salmon. Lachs. Herring. Hering. Halibut. Heilbutt. Shad fillet. Shad, das weiß ich nicht, was das für ein Fisch ist. Shad fillet. And then the highest source would be mackerel, found in the cold water Atlantic Ocean. Und eine besonders gute Quelle ist in der Makrele. In der Salzwassermakrele, die man im Ozean findet. Interestingly, according to the Bible, interessanterweise, wenn wir in die Bibel schauen, all of the fish that are found to be high in Omega-3 are actually clean fish. Gehören alle Fische, die einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren haben, zu den sogenannten reinen Fischen. The unclean fish tend to be quite low in Omega-3. Die unreinen Fische haben meistens einen niedrigen Omega-3-Fettgehalt. Now, 100 years ago, I think fish was a very healthy food. Ich glaube, dass Fisch vor ungefähr 100 Jahren ein gesundes Nahrungsmittel war. But the problem with our industrial society today is a problem that we call biomagnification. Aber das Problem, das wir in unserer zivilisierten Welt heute haben, in unserer Industriewelt, ist ein Problem, das wir auch Biomagnifikation nennen oder Kumulation von biologischen Stoffen. I'll point out an example in Clear Lake, California. Ich möchte das an einem Beispiel klar machen in einem ganz bestimmten See, Clear Lake in Kalifornien. The lake water there has only 0.02 parts per million of DDD. Das Wasser in diesem See hat nur 0,02 parts per million, also Teile pro Million von DDT. Our Environmental Protection Agency, unsere Umweltschutzbehörde, would state that this is a safe level, that's not really a cause of concern. Sagt, dass das ein sehr niedriger Gehalt ist, der in keiner Weise besorgniserregend ist. But notice the plants living in that water. Aber beachten Sie hier bitte, dass die Pflanzen, die in dem Wasser leben, have 5 parts per million of DDD. Schon 5 ppm haben von DDT. The herbivorous fish that eat the phytoplankton, die pflanzenfressenden Fische, die dann diese Pflanzen verzehren, have 40 to 300 parts per million of DDT. Haben einen Gehalt von 40 bis 300 ppm DDT. And the carnivorous fish that eat the herbivorous fish, und die fleischfressenden Fische dann, die die pflanzenfressenden Fische fressen, have up to 2500 parts per million of haben DDT. Bis zu 2500 ppm. This is a very unsafe level. Das ist ein Bereich, der sehr ungesund ist. And this can cause the increased risk of cancer as well as mental health problems. Und das kann dazu führen, dass das Risiko für Krebs ganz erheblich ansteigt, genauso wie das Risiko für psychische Krankheiten. A lot of people are concerned about the quality of water that they're drinking. Viele Menschen machen sich Gedanken über die Qualität des Wassers, das sie trinken. And that's a good cause of concern. Und das ist oft berechtigt. But there's a 1000 times more important question than the quality of water that they're drinking. Aber es gibt 1000 andere wichtige Fragen, die eine größere Rolle spielen als die Qualität des Wassers. And that is the quality of water that their fish came from that they ate. Und das ist die Qualität des Wassers, in dem der Fisch schwimmt, den sie essen. Because whatever is a toxin in that water. Denn was auch immer in diesem Wasser ein toxischer Stoff ist, can be concentrated 1000 to a million fold in the fat of the fish. Kann sich in dem Fett des Fisches um das tausendfache bis millionenfache konzentrieren. But yet most people have no clue where their fish came from. Und doch haben die meisten Menschen nicht die geringste Ahnung, woher der Fisch kommt, den sie essen. Throughout the US and other countries, we are now advising people to eat less fish.
Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in anderen Ländern geht der Rat dahin, dass man jetzt sagt, die Menschen sollten weniger Fisch essen. The Environmental Protection Agency. Die Umweltschutzbehörde. States, especially for young children, pregnant and nursing women. Stellt fest, dass besonders für kleine Kinder, schwangere und stillende Frauen. As well as women who could get pregnant. Und Frauen, die schwanger werden könnten. To avoid all consumption of mercury-rich fish. Dass sie jeden Verzehr von quecksilberhaltigen Fisch, reich an Quecksilber, meiden sollten. That would be shark, swordfish, king mackerel, tilefish. Dazu gehören zum Beispiel Fische wie Hai, Schwertfisch oder Königsmakrele oder Tilefisch. These fish are so high in mercury that they should be 100% completely avoided according to government agencies. Die Regierungsbehörden sagen also, dass diese Fische einen so hohen Gehalt an Quecksilber haben, dass man sie überhaupt nicht verzehren sollte. And then even if you are eating other fish that are not so high in mercury. Aber selbst wenn man jetzt Fisch isst, der nicht so einen hohen Gehalt an Quecksilber hat. They're telling us to limit fish consumption to no more than one sized meal per week of fish. Heißt die Empfehlung dieser Stellen, dass man nicht mehr als einmal pro Woche eine Portion Fisch essen sollte. And that is fish where there is no local advisories available. Und das ist Fisch aus Quellen, wo es keine Warnhinweise gibt. If there are local warnings, they say, of course, you must heed those admonitions. Wenn es natürlich Warnhinweise für eine spezielle Quelle gibt, dann sollte man den Fisch überhaupt gar nicht essen. And then if you know the fish are very low in mercury. Und selbst dann, wenn man die Sicherheit hat, dass der Quecksilbergehalt im Fisch sehr niedrig ist. It says, don't take more than two fish per week. Heißt die Empfehlung, dass man nicht mehr als zwei normale Portionen Fisch pro Woche essen sollte. In their report. In ihrem Bericht. They state in quotes. Sagen sie, und das finden wir hier in Anführungsstrichen. Nearly all fish and shellfish contain traces of mercury. Beinahe alle Fische und Meeresfrüchte enthalten Spuren von Quecksilber. This report was issued in March of 2004. Das ist ein sehr neuer Bericht vom 19. März 2004. In the spring of 2005. Im Frühling des Jahres 2005. They have now stated that there's mercury even in fish that have never been and never had mercury in them. Haben Sie die Information herausgegeben, dass es sogar Fisch jetzt Quecksilber in Fischen gibt, die vorher nie Spuren von Quecksilber enthielten. Prior to the spring of this year, I used to advise people. Vor dem Frühjahr dieses Jahres habe ich gewöhnlich Patienten den Rat gegeben, that if they were going to eat fish to get their salmon from the Aleutian waters up there by Alaska. Dass wenn meine Patienten Fisch essen sollten, sie sich Lachs besorgen sollten aus den Gewässern von Alaska. Or get it from the northern pristine lakes in Canada, which have no industries around them. Oder aus den nördlichen Seen in Kanada, wo es keinerlei Industrie in der Nähe gibt. But we now know that those fish now have mercury. Aber wir wissen heute, dass auch diese Fische dort inzwischen Quecksilber enthalten. And with the evaporation of the oceans. Und durch die Verdampfung des Wassers am Ozean, and the rain occurring around the world, was dann in Form von Regen wieder im Rest der Welt niederfällt, there's now mercury in waters that have no industries around them. Sind wir also jetzt dort angelangt, dass wir Quecksilber in Gewässern finden, die weit und breit keine Industrie in der Nähe haben. And small amount of mercury in the water. Und ein geringer Quecksilbergehalt im Wasser will concentrate 1,000 to a million fold in the fat of the fish. Konzentriert sich um das 1,000 bis Millionenfache in dem Fettgewebe des Fisches. The connection between eating fish and body mercury levels is so strong. Die Verbindung zwischen Fischverzehr und dem Gehalt an Quecksilber im Körper ist so stark, that researchers seeking to determine mercury exposures among groups of people, dass Forscher, die nach Menschen Ausschau halten, die Quecksilbergehalt haben, often look at only one dietary factor, and that is their fish consumption. Gewöhnlich nur nach einem einzigen Faktor als Auswahlkriterium schauen, und das ist ihr Fischverzehr.
So how can we get the omega-3 without the toxins? Wie können wir jetzt uns Omega-3-Fettsäuren zuführen ohne das Gift? Fortunately, there are land plant sources of omega-3. Glücklicherweise gibt es pflanzliche Quellen, die auch Omega-3 enthalten. Almonds actually have some omega-3. Mandeln zum Beispiel enthalten Omega-3. Good in tryptophan and also high in omega-3. Also sie sind, haben einen guten Gehalt an Tryptophan und auch an Omega-3-Fettsäuren. Spinach is an excellent source of omega-3. Spinat ist eine sehr gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren. It doesn't have much fat in it, but the type of fat is very much loaded in omega-3. Spinat enthält sehr wenig Fett, aber die Art des Fettes ist beladen sozusagen mit Omega-3-Fettsäuren. Green soybeans would be high in it. Grüne Sojabohnen haben einen hohen Gehalt. Now mature soybeans are going to be high in omega-6, but not high in omega-3. Völlig ausgereifte Sojabohnen haben einen hohen Gehalt an Omega-6-Fettsäuren, aber nicht so hoch in Omega-3. We use green soybeans a lot on salads. They're tasty even in the raw state. Wir benutzen viel grüne Sojabohnen zum Beispiel auf Salaten. Sie sind sehr, schmecken sehr gut, auch wenn sie noch roh sind, noch nicht ausgereift sind. Of course, soybean oil from these green soybeans would be high in it. Natürlich ist dann auch Öl aus diesen grünen Sojabohnen reich an Omega-3. Wheat germ also has Omega-3. Weizenkeime enthält auch drei Omega-3-Fettsäuren. And that's why if you're eating white bread, you're not getting Omega-3. Und das ist der Grund dafür, dass wenn Sie Weißbrot essen, Sie keine Omega-3-Fettsäuren sich zuführen. And they don't enrich that white flour with omega-3. Denn dieses Weißmehl wird nicht irgendwie mit Omega-3-Fettsäuren angereichert. And so another vital reason why you should avoid the white bread and eat the whole wheat bread. Das ist also ein weiterer wichtiger Grund, warum man Weißbrot meiden sollte und anstattdessen Vollkornbrot essen. Black walnuts. Schwarze Walnüsse over 1000 milligrams of omega-3 in a quarter cup. Haben in einer Vierteltasse mehr als 1000 Milligramm Omega-3-Fettsäuren. English walnuts, higher yet. Und noch einen noch höheren Gehalt finden wir bei englischen Walnüssen. And the highest source of omega-3. Die beste Quelle für Omega-3-Fettsäuren is actually flaxseed. Ist Leinsamen. One tablespoon, 7526 milligrams. Ein Esslöffel enthält 7000, über 7500 Milligramm Omega-3-Fettsäuren. Flaxseed is also a good source of tryptophan as well. Gleichzeitig ist Leinsamen auch eine gute Quelle für Tryptophan. Then we look at the ratio of omega-3 to omega-6. Wir sehen uns jetzt einmal das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren an. The higher the ratio, the better in most cases. Je höher dieser Quotient ist, desto besser ist es in den meisten Fällen. And that's simply because most people are getting plenty of omega-6 in their diet. Und das ist der Grund dafür ist ganz einfach, dass Omega-6 für die meisten Menschen reichlich in ihrer Ernährung vorhanden ist. Because omega-6 is much more plentiful. Weil es einfach mehr vorhanden ist. You can see English walnuts, black walnuts, not too bad here on the ratio. Wir sehen hier die verschiedenen Walnussarten haben ein nicht so schlechtes Verhältnis. Canola der oil a little higher, 0.4. Rapsöl liegt ein wenig höher, 0,4. But flaxseed has a ratio of 4:1 omega-3. Aber Leinsamöl hat ein sehr viel deutlich besseres Verhältnis von 4,1. Spinach higher yet at 5. Und noch höher liegt Spinat. And mackerel has a ratio of 8. Und Makrele hat jetzt einen Quotienten von 8. And that's because the plants of the waters have higher ratios. Und der Grund dafür ist, dass die Wasserpflanzen einen höheren Quotienten haben. One quick recipe that we use for our depressed patients. Hier jetzt gleich ein kurzes Rezept auf die Schnelle für unsere Depressionpatienten. Quarter cup of walnuts ground. Eine Vierteltasse Walnüsse gemahlen. Quarter cup of flax meal. Eine Vierteltasse Leinsamen auch fein gemahlen. You can make flax meal by just taking the whole flax seed. Man kann dieses Leinmehl sozusagen herstellen, indem man ganzen Leinsamen nimmt. Putting it into a coffee grinder. Und es einfach in eine Kaffeemühle tut. And in two seconds it's flax meal. Und innerhalb von 2 Sekunden hat man Leinsamen Pulver. And then we put a little bit of carbohydrates, just a tablespoon of some sweetener like date sugar.
Und dann fügen wir noch etwas Kohlenhydrate dazu, ein Süßungsmittel, zum Beispiel einen Esslöffel Dattelzucker. Very small amount of salt, eighth teaspoon. Eine Messerspitze Salz. And then we mix and serve that over toast or cereal. Wir vermischen das dann und servieren das mit Toast oder tun es über ein Müsli. The amount of omega-3 in that recipe is 9 grams. Der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren in diesem Rezept sind 9 Gramm. And that's the same high amount of dose that was used in the bipolar study for those with manic depression disorder. Und das ist genau die Menge, die auch benutzt wurde in dieser Studie, wo man Omega-3-Fettsäuren für bipolare Depression, also manisch-depressive, getestet hat. For major depression, we usually only need 3 grams. Für Patienten, die eine endogene Depression haben, brauchen wir gewöhnlich nur 3 Gramm. Now we have other recipes that we have devised, cookies and all sorts of dishes that are high in omega-3. Wir haben noch andere Rezepte, die wir entwickelt haben, die einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren haben, wie bestimmte Kekse oder dergleichen. And this is what we used to do for our patients, is hand them a whole sheet of recipes as they were going out the door. Und das haben wir gewöhnlich gemacht, wenn unsere Patienten uns verlassen haben, dass wir ihnen einen ganzen Stapel an Rezepten mitgegeben haben. And they would come back, and if they had used them, they had already started to benefit. Und wenn sie uns dann wieder aufsuchten und sie angefangen hatten, diese Rezepte tatsächlich zu benutzen, konnte man sehen, wie sie schon daraus einen Nutzen gezogen hatten. But about half of my patients, I would say, have you tried the recipe? Aber bei ungefähr der Hälfte der Patienten, wenn ich sie dann fragte, haben sie die Rezepte ausprobiert? Oh, no, not yet. Dann sagten sie, nein, noch nicht. Okay, we want you to try them by the next time. Und dann sagte ich, okay, wir möchten, dass sie das mal ausprobiert haben, wenn sie das nächste Mal kommen. They would come back again and I would ask them again. Und dann kamen sie zurück und ich stellte ihnen die gleiche Frage. I think I lost those recipes. Do you have them again? Ich glaube, ich habe diese Rezepte verloren. Können Sie sie mir noch mal geben? And so I'd copy them off again and hand them out. Ich habe ihnen also eine neue Kopie in die Hand gedrückt. And then I'd see them again. Und dann kamen sie wieder in die Sprechstunde. Oh, Doctor, I just haven't had time to make them yet. Ah, Herr Doktor, ich habe einfach noch nicht die Zeit gehabt, die Rezepte zu machen. There is a segment of society. Es gibt einen bestimmten Bereich in unserer Gesellschaft. That for whatever reason. Der bestimmte Leute, die aus welchem Grund auch immer. Will not cook to save their own lives. Nicht bereit sind, so zu kochen, dass sie ihr eigenes Leben retten. And so, in my frustration. In meiner Frustration also, I was giving a talk on nutrition, als ich einen Vortrag über Ernährung hielt, and a food manufacturer heard this story, und jemand, der Lebensmittel herstellt, diese Geschichte hörte, and so he said, can you help us devise a bar that has this stuff in it? Und wir taten uns dann zusammen und beschlossen, ob wir sprachen darüber, ob wir einen Riegel produzieren können, der diese guten Stoffe enthält. We want the omega-3 that you recommend. Wir wollen, sagte dieser Lebensmittelproduzent, wir wollen, dass in diesem Riegel diese Omega-3-Fettsäuren drin sind. The tryptophan, the wir B12. Wollen, dass da Tryptophan drin ist, das Vitamin B12. All the things that you recommend in one bar. Alle diese guten Sachen, die Sie empfehlen, die sollen in einem Riegel drin sein. And so the omega-3 uplift bar came about. Und so ist dann also dieser Omega-3-Uplift Riegel entstanden. And it comes in regular as well as lower in regular as well as no sugar variety. Und es gibt sogar eine zuckerfreie Version. And this is you don't need to have this necessarily. Natürlich braucht man nicht unbedingt so einen Riegel. Unless you don't cook. Außer sie kochen nicht für sich selbst. Or you don't want to cook for whatever. Oder sie reason. Wollen aus welchem Grund auch immer nicht kochen. It does increase the convenience. It doesn't work. It helps. It's more convenient. Es ist natürlich viel einfacher, so einen Riegel zu essen. And we've had people use these with all sorts of purposes. Und wir haben Leute beobachtet, die dies auf alle möglichen Arten und Weisen benutzen. Some people will use it as a meal substitute to help with weight loss. Manche Leute benutzen es sozusagen als einen Mahlzeitersatz, damit sie Gewicht verlieren. It does give them a lot of energy. Sie erhalten dadurch eine Menge Energie. And it takes away their hunger for 5 or 6 hours. Und das Hungergefühl wird für 5 oder 6 Stunden weggenommen. And they're getting their essential nutrients.
Sie bekommen gleichzeitig ihre essentiellen Nährstoffe. And if you use it as a meal replacement, it would be low in calories. Und wenn man das tatsächlich als einen Ersatz für eine komplette Mahlzeit nimmt, hat man auch einen niedrigen Kaloriengehalt. I'm not sure what to do with some of the stories we have heard back. Ich weiß allerdings nicht, was ich über einige der Geschichten denken soll, die ich inzwischen darüber gehört habe. This bar is being used extensively in the United States now. Inzwischen wird dieser Riegel in Massen in den Vereinigten Staaten verzehrt. And we will have letters come back to us about stories. Und wir bekommen auch Briefe, die im Zusammenhang damit stehen. A marked improvement in depression, which we're not surprised at. Deutlicher Rückgang der Depression, und darüber wundern wir uns nicht. But we've had other stories that we're not sure how to relate. Aber dann gab es auch andere Geschichten, von denen wir nicht so genau wussten, was wir dazu sagen sollten. We've had people with retinal problems that were going blind. Wir haben Patienten gehabt, die Probleme mit ihrer Retina hatten, im Augenhintergrund, die blind geworden sind. And their eyesight returned. Die also kurz davor waren, dass sie erblindeten, und durch diesen Riegel ist ihr Augenlicht wiedergekehrt. We have had people that are having problems with their marital relations. Wir hatten Leute, die also ganz gewisse Eheprobleme hatten. And they write back talking about how they're not only getting along better, but their sexual function has returned. Und sie schreiben uns, dass sie nicht nur miteinander besser auskommen jetzt, sondern dass ihre sexuelle Funktion wieder zurückgekehrt ist. And so, could this be true? Könnte das wahr sein? Well, Omega-3 is an essential fatty acid. It's used in a lot of functions. Omega-3 ist eine essentielle Fettsäure und wird in vielen Bereichen im Körper gebraucht. And so it very well could be. Es könnte also sehr gut sein, dass diese Geschichten stimmen. But until we do a placebo-controlled trial, we can't be 100% sure that that's Aber bevor ich nicht eine kontrollierte Studie mit einer Placebo-Gruppe gemacht habe, will ich das nicht als Fakt darstellen. Another nutritional cause of depression. Andere ernährungsbedingte Ursachen für Depressionen. Low folate levels. Niedrige Spiegel von Folsäure. This is common in the meat-eating population. In which population? Common in the meat-eating population. Das finden wir besonders häufig in der Bevölkerungsgruppe, die Fleisch isst. It'd be very uncommon in the vegetarian population. Und bei Vegetariern wäre das eher untypisch. We need 400 micrograms of folate per day, minimum. Pro Tag brauchen wir mindestens 400 Mikrogramm Folsäure. And you can tell a double serving of steak here only has 16 micrograms. Und hier kann man sehen, dass eine doppelte Portion von einem Steak nur 16 Mikrogramm enthält. And so you'd have to eat huge amounts of steak to get anywhere close to that. Das heißt, wenn wir also unseren Folsäurebedarf mit Steak decken wollten, müssten wir riesige Mengen essen. Parsnips a little more, 44 micrograms in a half cup. Parsnips, das ist eine Rübensorte, hat mehr, 44 Mikrogramm in einer halben Tasse. Pineapple juice, 58 micrograms. Ananassaft, eine Tasse, 58. Orange juice, a little higher, 75. Noch höher liegt Orangensaft. Peanuts are a good source, 88 micrograms. Erdnüsse sind eine gute Quelle. Mustard greens, 105 micrograms. Senfgemüse hat 105. Spinach, 109 micrograms. 109, Spinat. Navy beans, 255 micrograms. Eine bestimmte Sorte Bohnen, braune Bohnen, 255 Mikrogramm in einer Tasse. Okra, 269 micrograms. Und Okra hat noch mehr, 269. Lentils, 831 micrograms. Und Linsen haben 831 pro Tasse. And the highest source are black-eyed peas, over 1,000 micrograms. Und die allerbeste Quelle für Folsäure finden wir in Schwarzaugenbohnen, über 1,000 Mikrogramm. Another cause of depression, nutritionally. Andere Ursachen für Depression is atherosclerosis. Ist Arteriosklerose. We had a whole presentation on atherosclerosis the other evening. Wir hatten den einen Abend schon einen ganzen Vortrag über Arteriosklerose. And atherosclerosis has been shown, even if it doesn't cause strokes, to lead to depression. Und es hat sich gezeigt, dass Arteriosklerose, auch wenn es noch nicht zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall geführt hat, es Depressionen auslösen kann. Interestingly, high cholesterol levels by themselves can lead to depression.
Interessanterweise sind hohe Cholesterinspiegel im Blut alleine schon eine Ursache für Depressionen. Studies show those with depression have significantly higher cholesterol levels than healthy adults. Studien haben gezeigt, dass Patienten mit endogener Depression deutlich höhere Cholesterinspiegel haben als gesunde Erwachsene. They also have a poorer prognosis for treatment response if their cholesterol is high. Wenn die Cholesterinspiegel hoch sind, ist es auch ein Indikator dafür, dass sie wahrscheinlich auf medikamentöse Behandlung schlechter reagieren. There have been studies done on this. Und darüber gibt es Studien. And if they have high cholesterol, wenn tatsächlich die Patienten einen hohen Cholesterinblutspiegel haben, and their cholesterol is brought down even by drugs, und dieser Cholesterinspiegel gesenkt wird, wenn auch zum Beispiel durch Medikamente, they will have significant improvement in their depression just by bringing the cholesterol down. Zeigt sich eine deutliche Verbesserung in ihren depressiven Symptomen einfach nur dadurch, dass der Cholesterinspiegel gesenkt wird. Interestingly, however, if you bring it down by drugs, the cholesterol level by drugs, allerdings ist interessanterweise auch zu beobachten, dass wenn man den Cholesterinspiegel medikamentös senkt, their impulsivity will worsen. In other words, they'll become more impulsive 4 weeks afterwards. Nimmt ihre Impulsivitätsrate innerhalb der ersten 4 Wochen zu. Sie wird also schlechter. But at 1 year, that effect will no longer be there. Their impulsivity will be gone. Aber nach einem Jahr ist dieser Effekt nicht mehr zu beobachten. Diese Impulsivitätsrate ist nicht mehr da. And we don't see that effect when we bring the cholesterol down with diet. Wenn wir allerdings den Cholesterinspiegel durch eine Umstellung der Ernährung ändern, können wir nicht beobachten, dass sich innerhalb der ersten 4 Wochen diese Impulsivitätsrate verschlechtert. The other night I showed you a couple of slides from the Lifestyle Heart Trial. Ich habe den einen Abend verschiedene Dias gezeigt von der sogenannten Lebensstil-Herzstudie. This was Dr. Ornish's study. Das war die Studie, die Dr. Ornish durchgeführt hat. Where he took people with coronary artery disease. Er hat bei dieser Studie Patienten mit koronarer Herzkrankheit genommen. And he put them on a vegetarian diet that was low in fat, low in cholesterol. Gab ihnen eine fettarme, cholesterinarme vegetarische Ernährung. And their arteries opened up a year later. Und nach einem Jahr hatten sich ihre Arterien wieder geöffnet. This was the same study. Das war genau die gleiche Studie. But it was looking at the mental health of these same patients. Aber bei in diesem Fall guckte man sich in der Studie die psychische Gesundheit der Patienten an. The ethicist at his university forced him to look at this aspect. Seine Mitarbeiter in das Ethikkomitee an seiner Universität hat ihn also dazu gezwungen, dass er diesen Aspekt in seiner Studie auch berücksichtigt. The reason why they forced him to do this, der Grund, warum sie ihn dazu zwangen, war, is because they reasoned this way. War folgende Argumentation. Yes, a vegetarian diet might improve coronary artery disease. Ja, es kann vielleicht sein, dass eine vegetarische Ernährung die koronare Herzkrankheit verbessert. But this diet is so extreme. Aber das ist so eine extreme Ernährungsform. It will change their social relations significantly. Dadurch wird sich ihr gesellschaftliches Umfeld so negativ verändern. And so it will tear up relationships. Und dadurch werden sich Beziehungen negativ verändern. And plus, we don't know what nutrients they're going to be lacking. Außerdem wissen wir gar nicht, welche Nährstoffe ihnen dadurch fehlen werden. And so their mental health will likely significantly worsen on this diet. Und wahrscheinlich diet. Wird dann ihre psychische Erkrankung durch diese Ernährung sich verschlechtern. And so you must look at this, so that we can make sure that there's no bad side effects. Und deswegen bestehen wir darauf, dass die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit ebenfalls berücksichtigt werden, damit wir sicher gehen, dass es keine schlechten Nebenwirkungen gibt. And so they not only looked at anxiety and depression. Man hat sich also nicht nur Angstzustände und Depressionen angesehen. They also looked at insomnia and what we call anhedonia. Sondern man sah sich auch das Schlafverhalten, Schlaflosigkeit an und Anhedonie, also diese Teilnahmslosigkeit. Yeah, that means the inability to experience pleasure. Das ist also diese Unfähigkeit, Freude zu empfinden. The higher the score, the worse they were. Je höher hier die Rate war, desto schlimmer war ihr Zustand. This is the way they were at baseline. This is where the two groups were divided up.
Es wurden also zwei Gruppen gebildet und da, wo die Baseline ist, war der Zustand am Anfang der Studie von diesen beiden Gruppen. The group who was to become vegetarian is shown in green. Die Gruppe, der also eine vegetarische Ernährung gegeben werden sollte, ist die grüne Gruppe. And their average score was 27. Und ihr durchschnittlicher Wert war 27. And noticed, 1 year later, their score significantly improved. Und dann, ein Jahr später, hat sich ihr Wert ganz deutlich verbessert, auf 19. In other words, instead of their mental health worsening, it actually significantly improved. Mit anderen Worten, anstatt, wie von einigen erwartet, dass sich ihre psychische Erkrankung verschlechtern würde, hat sie sich deutlich verbessert. What about the control group? Und was war jetzt mit der Kontrollgruppe? They were 23.9 at baseline. Die fleischessende Gruppe hatte also zu Beginn der Studie einen Wert von 23,9. And 1 year later, they were about the same. Und nach einem Jahr hatten sie sich sozusagen nicht verändert. In fact, slightly worse. Tatsächlich sogar ein bisschen schlechter. And so even though this diet was significant and it might have had an impact on relationships, Obwohl also diese Ernährung wirklich ein deutlicher Einbruch ist und sie vielleicht Auswirkungen auf die Beziehung der Menschen hätte haben können, the improvement in mental health far outweighed any of those social effects. Hat der Vorteil der Verbesserung in der psychischen Erkrankung die irgendwelche sozialen negativen Effekte wettgemacht? There are other nutrient deficiencies linked to depression. Es gibt andere Mangelerscheinungen an Nährstoffen, die mit Depressionen im Zusammenhang stehen. 4 different studies show thiamine status is associated with improved mood when thiamine goes up. In 4 verschiedenen Doppelblindstudien wurde gezeigt, dass der Gehalt, der Status an Thiamin eine Rolle spielt und eine Verbesserung hat also auch eine Verbesserung der Stimmung verursacht. That's an important B vitamin. Thiamin ist ein wichtiges Vitamin der B-Gruppe. Iron deficiency is also associated. Auch Eisenmangel spielt eine Rolle. And it can be associated not only with depression, but apathy and rapid fatigue when exercising. Und Eisenmangel hat nicht nur einen Zusammenhang mit Depressionen, sondern wird auch in Zusammenhang gebracht mit Apathie, mit Widerwillen und sehr schneller Ermüdbarkeit, wenn man Ermüdung, wenn man sich körperlich This betätigt. This is more common in women than it is in men. Und das trifft häufiger auf Frauen zu als auf Männer. And that's simply because of the menstrual cycle. Und das einfach nur deswegen, weil Frauen eben menstruieren. Let's look at the iron content of foods. Wir wollen uns hier einmal den Eisengehalt verschiedener Nahrungsmittel ansehen. Avocado will have 2 milligrams. Avocado enthält 2 Milligramm. Steak 2 milligrams. Ein Steak genauso viel. Ground beef 2 milligrams. Hackfleisch ungefähr 2 Milligramm. Mangoes about the same. Mangos haben ungefähr genauso viel. Green peas 2.4. Grüne gekochte Erbsen 2,4. Lima beans are a good source 4.5. Lima-Bohnen sind eine gute Quelle, 4,5. Whole wheat flour, 4.6. Vollkornweizenmehl. But again, white flour is going to have far less. 4,6 und im Vergleich dazu, Weißmehl hat deutlich weniger. Kidney beans, 5.2. Kidneybohnen haben 5,2 Milligramm. Almonds, 5.2. Mandeln genauso viel. And then there are some very high sources. Das waren also mittlere Quellen und dann gibt es einige sehr gute Quellen. You notice spinach keeps showing up. Sie wissen, dass Spinat immer wieder erwähnt wird. High in omega 3, high in folate and now high in iron. Also Spinat ist eine gute Quelle für Folsäure, für omega 3? Mm-hmm. Omega 3 Fettsäuren und jetzt auch für Eisen. And 6.42 milligrams of iron. Wir haben hier 6,4 Milligramm Eisen. Cashews 8. 8 für Cashewnüsse. Pistachios 8.5. 8,5 für Pistazien. Soybeans are an excellent source, 8.8. Auch Sojabohnen sind eine sehr gute Quelle, 8,8. Sunflower seeds 9.7. Sonnenblumenkerne 9,7. And then of course if we concentrate things like wheat germ, it's going to be very high.
Und natürlich, wenn wir bestimmte Nahrungsmittel konzentrieren, wie zum Beispiel Weizenkeime, bekommen wir einen noch höheren Gehalt, 10,3. Tofu, 13 milligrams. Eine halbe Tasse Tofu enthält 13. Amaranth grain is quite high in it, 14. Amaranth hat einen sehr hohen Gehalt, 14,8. And then rice bran is going to be your highest concentrated source. Und Reiskleie hat einen sehr hohen Gehalt als konzentriertes Nahrungsmittel. And so this dispels the myth that you have to be on a red meat diet to get enough iron. Und dieser Mythos, dass man, um genug Eisen zu bekommen, rotes Fleisch essen muss, ist damit außer Kraft gesetzt. It's true that the iron found in meat is more readily absorbed. Es stimmt, dass das Eisen im roten Fleisch leichter resorbiert wird. It can be absorbed up to twice as high as plant irons. Es kann ungefähr bis zu zweimal so viel resorbiert werden wie Pflanzeneisen. But the amount of iron present is so much higher in some plant foods that you can get more iron from plant foods than you can even from red meat. Aber der ursprüngliche Gehalt an Eisen in den Nahrungsmitteln ist bei vielen pflanzlichen Quellen so viel höher, dass man tatsächlich durch den Verzehr von Pflanzen mehr Eisen bekommen kann als durch rotes Fleisch. Then if you have anorexia and marked weight loss, of course that can produce depression. Jetzt haben wir noch einen weiteren Punkt. Magersucht oder Gewichtsverlust kann auch ein Faktor sein bei der Depression. And that's simply because it's going to be difficult for you to get all of your vitamins and minerals that way. Und das alleine deswegen, weil man einfach mit der Nahrung nicht genug Vitamine und Mineralien zu sich nimmt. On the other side of the coin, obesity is linked to depression. Die andere Seite der Medaille ist dann das Übergewicht, was genauso eine Verbindung zur Depression hat. Obesity is associated with low energy levels. Zwischen Übergewicht und niedrigen Energiespiegeln besteht ein Zusammenhang. Obesity is also associated with blood sugars in excess of 140 after eating. Wir haben außerdem einen Zusammenhang mit hohen Zuckerspiegeln nach der Mahlzeit, die höher als 140 Milligramm pro Deziliter gehen. It's good if you're overweight to check your blood sugar 1 hour after a meal. Wenn man Übergewicht hat, sollte man ungefähr eine Stunde nach der Mahlzeit vielleicht mal seinen Blutzucker kontrollieren. If it's greater than 140, wenn er höher liegt als 140, you're gonna have more fatigue. Bedeutet das, dass man mehr Erschöpfung empfindet? And your incidence of depression goes up. Und die Wahrscheinlichkeit, Depressionen zu erleiden, geht hoch. Once you get on the weight loss program and start losing weight, wenn man erstmal ein Gewichtsreduktionsprogramm angefangen hat und Gewicht verliert, even if you're just losing 5 pounds, und wenn es auch nur 5 Pfund sind, that can bring about improved energy levels and lower that postprandial blood sugar. Und das kann also schon dazu führen, dass der Energielevel wieder ansteigt und der Zuckerspiegel nach den Mahlzeiten nicht mehr so hoch schießt. Well, what is the secret to weight loss? Was ist denn das Geheimnis, energy, um Gewicht zu verlieren? Energy intake must be less than energy expenditure. Die Energiezufuhr muss geringer sein als der Energieverbrauch. Or said another way, your energy expenditure should be higher than your energy intake. Oder wenn wir es anders ausdrücken, unser Energieverbrauch muss höher sein als unsere Energiezufuhr. A lot of people try to get around this fact. Und diese Tatsache ist etwas, dem viele Leute nicht so gern ins Auge sehen wollen. You know, there are pills sold in the United States. In den Vereinigten Staaten werden Pillen verkauft. Take this pill at bedtime. Nehmen Sie diese Pille, wenn Sie abends zu Bett gehen. And sleep your fat away. Und schlafen Sie Ihr Fett einfach weg. And the person, if he takes the pill according to the instruction, und wenn dann diese Person diese Pille tatsächlich nach Anweisung nimmt, might actually lose weight. Kann vielleicht wirklich Gewicht verlieren. Well, the instruction says this. Und die Anweisung sagt Folgendes. Do not eat anything for 4 hours before taking this pill. Essen Sie 4 Stunden, bevor Sie diese Pille nehmen, nichts. And so if you don't eat in the evening, und wenn man natürlich abends nichts isst, that's when Americans tend to have their largest meal, denn das ist die Zeit, wo Amerikaner meistens ihre größte Mahlzeit they'll einnehmen, be able to lose weight, dann können sie dadurch Gewicht verlieren. And they think it's the pill. Und sie glauben doch, dass es diese Pille ist. But all of these things are just trying to manipulate you so that you eat less.
Aber alles diese Dinge sind nur Versuche, den Menschen irgendwie zu manipulieren, dass er dahin kommt, weniger zu essen. One of my concerns are these high-protein diets to lose weight. Was mir wirklich Sorgen macht, sind diese proteinreichen Ernährungen, die verordnet werden, um Gewicht zu verlieren. It's true if you're put on a high-protein diet that's deficient in carbohydrates. Es stimmt, wenn man eine proteinreiche Ernährung zu sich nimmt, hat sie sehr niedrige Kohlenhydratspiegel, wenig Kohlenhydrate in der Ernährung. Your body will go into ketosis. Und das bewirkt, dass der Körper in einen Ketosezustand kommt. And the ketosis will take away your appetite. Und diese Ketose bewirkt, dass man seinen Appetit verliert. And so you'll eat less because your appetite's lower. Und als Folge davon isst man dann weniger, weil man einfach nicht mehr so viel Appetit hat. But you'll lower three different brain neurotransmitters by doing that. Aber gleichzeitig verursacht diese Methode, dass drei verschiedene Neurotransmitter im Gehirn erniedrigt werden. The circulation of your frontal lobe will go down. Die Durchblutung im Frontalhirn wird verringert. You'll be more apt to get irritable and to have less control over your emotions. Man ist leichter gereizt und hat schlechtere Kontrolle über die eigenen Gefühle. And so you need to lose weight sensibly. Man muss also auf eine vernünftige Art und Weise Gewicht verlieren. Not by getting on the low carbohydrate diets, it's going to produce a problem. Nicht indem man diese kohlenhydratarmen Ernährung zu sich nimmt, dadurch schafft man sich nur Probleme. 3500 calories will equal 1 pound of weight loss. Wenn man 3500 Kalorien weniger isst, entspricht das dem Verlust von ungefähr einem Pfund Körpergewicht. We have a four-step weight loss plan. Wir haben einen Gewichtsreduktionsplan mit 4 Schritten. One out of three people who are overweight. Einer von 3 Personen mit Übergewicht. Are not overweight because of what they're eating at mealtime. Sind nicht deswegen übergewichtig wegen der Dinge, die sie während der Mahlzeiten zu sich nehmen. They're overweight because of what they're eating in between meals. Sie sind übergewichtig aufgrund der Dinge, die sie zwischen den Mahlzeiten essen. Bigger snacks, bigger slacks. Größere Snacks und größere Hüften. And so we recommend drinking only water between meals. Das heißt, wir sagen, zwischen den Mahlzeiten sollte nur Wasser gegessen werden. Eat a good breakfast and a moderate lunch. Ein gutes Frühstück essen und ein mäßig großes Mittagessen. If you're eating heavier in the morning, it tends to turn not to turn into fat. Wenn man am Morgen zum Frühstück sehr viel isst, wird das gewöhnlich nicht in Fett umgebaut. If you're trying to lose weight, eliminate that evening meal. Und wenn man versucht, Fett abzubauen, sollte man die Abendmahlzeit weglassen. Or if you are going to eat anything, just a whole piece of fruit in the evening. Aber wenn man doch abends etwas essen muss, dann sollte man nicht mehr essen als ein Stück Obst. And then eliminate or at least greatly reduce. Und dann sollte man ganz stark reduzieren oder ganz weglassen. Refined sugar and free fats or fatty foods in the diet. Raffinierten Zucker oder freie Fette oder fettreiche Speisen. While emphasizing foods high in fiber. Und gleichzeitig sollte man den Schwerpunkt auf Nahrungsmittel legen, die einen hohen Gehalt an Ballaststoffen haben. And then daily moderate exercise for at least 45 minutes a day. Und der vierte Punkt ist, dass man täglich mäßig starke körperliche Bewegung haben sollte, mindestens 45 Minuten lang. That four-step approach will produce weight loss. Wenn man dieses 4-Stufen-Programm durchführt, dann ist der Gewichtsverlust garantiert. And this is not only important in the United States, where obesity is a problem. Und das ist nicht nur wichtig in den Vereinigten Staaten, wo Übergewicht ein Problem ist. But it's also becoming a major problem in Europe and even in Germany. Sondern in Europa und auch in Deutschland ist das ein großes Problem geworden. Finally, one study found a substantial percentage of depressed patients' food inventories. Eine weitere Studie hat herausgefunden, dass ein großer Prozentsatz von, wenn man bei depressiven Patienten die Nahrungsmittel, eine Inventur macht sozusagen, dass ein großer Prozentsatz davon demonstrated they consume less than the RDA of one or more nutrients. Gezeigt hat, dass viele von ihnen weniger als das Minimum, was von der Behörde empfohlen wird, an bestimmten Nährstoffen zu sich nehmen. So a balanced diet is important. Es ist also wichtig, dass die Ernährung gut ausgewogen ist. What about herbs? Wie steht es nun mit gewissen Kräutern oder Pflanzen? St. John's wort can be helpful for mild to moderate depression.
Johanniskraut kann für leichte bis mittelschwere Depressionen hilfreich sein. It's not helpful for severe depression. Wenn jemand eine schwere Depression hat, hat Johanniskraut keinen Effekt. And it can interact with other depression medicines, so don't use this with medication. Und vor allen Dingen kann Johanniskraut negative Auswirkungen haben, wenn man gleichzeitig andere Medikamente gegen Depression nimmt, also nicht mit anderen Antidepressiva mischen. Then Ginkgo biloba. Dann haben wir Ginkgo biloba. Ginkgo biloba has some characteristics in it that actually omega 3 also has. In Ginkgo biloba finden wir einige Merkmale, die wir auch in Omega 3 Fettsäuren finden. It can help with memory and concentration. Es kann die Gedächtnisleistung und die Konzentration verbessern. But it can thin the blood in some people. Aber bei einigen Personen kann es auch das Blut verdünnen. And there have been reports of bleeding when it's used with aspirin, so don't use this with aspirin. Und wir haben Berichte, wo im Zusammenhang mit Aspirin Ginkgo zu Blutungen geführt hat. Und deswegen sollte man also, wenn man Aspirin nimmt, nicht gleichzeitig Ginkgo nehmen. And then sometimes we'll supplement with B12. Und manchmal muss man Folsäure oder Vitamin B12 ersetzen. And if you're short in B12 or folate, wenn man einen geringen Gehalt an einen Mangel an B12 oder Folsäure hat, you will also be short in SAMe. Dann hat man gleichzeitig auch einen Mangel an sogenannten SAMe. SAMe is S-adenosylmethionine. SAMe ist S. Adenosyl. Adenosin. Methionine. Methionine. And notice SAMe is important in being able to donate to make 3 different neurotransmitters. Und dieses SAMe ist wichtig bei der Herstellung von verschiedenen 3 verschiedenen Neurotransmittern. This is dopamine. Hier oben haben wir Dopamin. 5-Hydroxytryptophan or serotonin. 5-Hydroxytryptophan oder auch Serotonin wird es genannt. And norepinephrine. Und Norepinephrin. And this is where folate plays its role and B12 plays its role in this equation. Und hier können wir auf diesem Bild sehen, wo Folsäure eine Rolle spielt und wo auch Vitamin B12 eine Rolle spielt in der Herstellung. You can also get SAMe as a supplement. SAMe kann man auch als ein in Pillenform zu sich nehmen. Now it is a naturally occurring molecule in the body. S-Adenosylmethionin heißt es und es kommt auch normalerweise im Körper vor. And trials have shown it if you take 400 milligrams twice a day. Und bestimmte Versuchsreihen haben gezeigt, dass wenn man zweimal täglich 400 Milligramm davon nimmt, it's actually equivalent to antidepressants. Die Auswirkung auf die Person genauso gut ist, als wenn sie ein Antidepressivum nimmt. And so for certain patients we will use SAMe and that will have much less side effects than medications. Es gibt also bestimmte Personen, für die wir dieses SAMe als Antidepressivum quasi einsetzen können und es ist besser als ein Medikament, weil es keine weniger Nebenwirkungen hat. Other toxins we need to avoid. Es gibt andere Giftstoffe, die wir vermeiden sollten. If you remember the 7th hit category in depression are toxic hits. Vielleicht erinnern Sie sich, die 7. Kategorie bei den Hauptkategorien der Ursachen für Depressionen, da waren Giftstoffe. We've already talked about avoiding mercury. Wir haben schon darüber gesprochen, dass man Quecksilber vermeiden sollte. But lead levels can also lead to depression. Aber Blei kann genauso zu Depressionen führen. The battery manufacturing business can be high in lead. Zum Beispiel in einem Betrieb, wo Batterien hergestellt werden, wird sehr viel Blei zugeführt. Some drinking water can also have lead in it. Bestimmte Trinkwasser können bleihaltig sein. If it's from those old lead pipes. Und zwar, wenn diese alten bleihaltigen Röhren, Rohre verlegt sind. You might have heard that about a year or two ago, Beethoven's hair was analyzed. Vielleicht haben Sie gehört, dass vor 1 oder 2 Jahren das Haar von Beethoven analysiert wurde. And it was found, that he had extremely high lead levels. Und man fand heraus, dass er extrem hohe Bleispiegel im Körper hatte. And it probably produced his depression and his deafness. Und das war wahrscheinlich die Ursache für seine Depression und auch für seine Taubheit. Dirt and dust also, of course, can have lead in it.
Schmutz und Staub kann natürlich auch bleihaltig sein. And even some calcium supplements can have lead in it. Und sogar einige Calcium-Tabletten können Blei enthalten. One of the calcium supplements called Caltrate. It's made out of calcium carbonate. Es gibt ein bestimmtes Calciumpräparat, was aus Calciumcarbonit hergestellt wird. Has been shown to have small amounts of lead in it. Und es wurde gezeigt, dass dieses Präparat Caltrate geringe Mengen an Blei enthält. Not a problem if you're using it once a year as an antacid. Wenn man es nur einmal im Jahr als Antiazid benutzt, dann ist das kein Problem. But if you're using it every day for calcium supplements over the course of many months or years, it could be a problem. Aber wenn man es als ein Calcium Ergänzungsmittel benutzt über Tage, Wochen, Monate, dann kann das wirklich ein Problem sein. You can also get mercury from some herbs and vitamins from China or India. Man kann auch Quecksilber sich zuführen, wenn man bestimmte Kräuter oder Vitamine aus China oder Indien isst. Even some facial creams can have mercury in it. Es gibt sogar Gesichtscremes, die Quecksilber enthalten. There was a nice case report in the United States. In den Vereinigten Staaten hatten wir einen interessanten Fall. These were all women in their 30s, 40s, 50s. Es war eine Gruppe von Frauen in den 30er, 40er, 50er Jahren. Severe depression. Sie hatten sehr schwere Depressionen. And they had an internal medicine doctor who was trying to find the cause of their depression. Und sie hatten einen Internisten, der versuchte, die Ursache für diese Depression herauszufinden. He couldn't find enough hits to explain it. Er konnte einfach die richtige Ursache, keine Erklärung finden. So he measured their mercury level. Also hat er dann schließlich ihren Spiegel, ihren Gehalt an Quecksilber gemessen. They were all sky high. Und sie alle hatten extrem hohe Werte. And so he brought them in and said, "What fish are you all eating?" Und er hat sie dann in seine Praxis gerufen und hat gesagt, was für einen Fisch essen sie? And they said, "We hardly ever eat fish, maybe once a year." Und sie sagten, wir essen eigentlich kaum Fisch, vielleicht einmal im Jahr. And so he started asking about their other habits. Er fing dann an, ihre anderen Gewohnheiten abzufragen. And they were all using a facial cream from Mexico called Crema de Belleza Manning. Und der gemeinsame Nenner war, dass sie alle eine ganz bestimmte Creme aus Mexiko benutzten für ihr Gesicht, Crema de Belleza. And that cream was analyzed and it was very high in mercury. Und diese Creme wurde dann analysiert und es stellte sich heraus, dass sie einen ganz hohen Quecksilbergehalt hatte. And so sometimes we have to search for the underlying cause. Manchmal muss man also wirklich suchen nach der zugrunde liegenden Ursache. And then other toxic hits would be high arsenic, bismuth or other toxins. Dann gibt es noch andere Gifte, die in diese Kategorie fallen, wie zum Beispiel ein hoher Arsengehalt, Wismut oder andere toxische Stoffe. Bismuth can be found in Pepto-Bismol, which is often used for gastrointestinal problems. Wir finden zum Beispiel Wismut in einem bestimmten Medikament, Pepto-Bismol, was für Verdauungsprobleme benutzt wird. Not a problem if you're using it once in a great while. Auch hier wiederum, wenn man das nur ab und zu selten benutzt, ist es kein Problem. Basis, it could become a problem. Aber wenn man es regelmäßig benutzt, könnte das zu einem Problem führen. And so these effects that we are talking about today are not just minor effects. Diese Punkte, über die wir heute gesprochen haben, sind keine kleinen Punkte. We have had many individuals completely get rid of their depression as a result of changing their diet. Wir haben viele, viele Patienten gehabt, die völlig frei von Depressionen geworden sind, einfach nur durch die Veränderung ihrer Ernährung. We've also had many of these people after they were better. Excuse me. And many of these people after they improved from their depression. Wir haben auch viele Patienten beobachtet, die nachdem sie eine Verbesserung ihrer Depression erlebt haben, felt so good that they went back to their old diet. Sich so gut gefühlt haben, dass sie wieder angefangen haben, ihre alte Ernährung zu sich zu nehmen. And within days their depression returns. Und innerhalb von nur Tagen waren sie wieder depressiv. And usually only that one experience will be enough for them to get back on their good diet. Und gewöhnlich hat diese eine Erfahrung ausgereicht, dass sie geheilt waren und ihre gute Ernährung wieder aufgenommen haben. And stay on that diet for the rest of their life. Und für den Rest ihres Lebens diese gute Ernährung zu sich genommen haben. So take control of your life by improving your diet. Nehmen Sie also ihr Leben in die Hand, indem Sie Ihre Ernährung verbessern. Plenty of tryptophan.
Viel Tryptophan. Plenty of omega-3 foods. Große Mengen an Nahrungsmitteln, die Omega-3-Fettsäuren enthalten. Foods high in the natural carbohydrates. Nahrungsmittel, die einen hohen Gehalt an natürlichen Kohlenhydraten haben. And then overcoming harmful food addictions that you might have as well. Und wenn man irgendwelche Süchte, Nahrungsmittelsüchte hat, dann sollte man die versuchen abzulegen. And then getting on a diet that avoids toxins. Und eine Ernährung zu sich nehmen, die Giftstoffe meidet. Thank you very much. Vielen Dank.